Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer neuen Ausgabe Ländle Talk on Tour. Wir sitzen hier in der Sonne in Frastanz im Naturbad Untere Au bei wunderbarer Kulisse, direkt auf dem Wasser. Es ist so ein leichtes, schönes Gefühl, wenn man auf dem Wasser hier hin und her schwingt auf dem Floß. Und ich freue mich ganz besonders auf eine Dame, die heute mein Gast ist, und zwar die Elisabeth Burtscher von der Stahlmanufaktur. Elisabeth, hallo, servus. Hallo. Frage auch da wieder zu Beginn, das Du ist hoffentlich okay? Ja, natürlich. Sehr gut, super, machen wir das so. Stahlmanufaktur, also eine Frau, die sich dem Stahl verschrieben hat, ist ja, wenn man so im ersten Moment hört, schon etwas ungewöhnlich. Wie ist es denn dazu gekommen bei dir? Ja, also, wenn man so richtig auf Walzerisch sagt, ich bin da Inni-Trohler, sozusagen. Ich habe eigentlich ganz was anderes als wie Stahl gelernt. Habe Ausbildung für Textiltechnik und Design gemacht in Salzburg für 4 Jahre. Mhm. Ich bin dann 2003 fertig gewesen mit der Ausbildung und zur gleichen Zeit hat sich mein Vater damals selbstständig gemacht. Mhm. Er hat eine Schlosserei, ein Einzelunternehmen gegründet in Sonntag. Mhm. Und damals habe ich dann zur gleichen Zeit nicht wirklich den richtigen Job gefunden, der mir jetzt gefallen würde. Und er hat mich damals eingestellt im Büro zur Unterstützung. Und der Job war ab dort einfach absolut meins. Ich habe dann auch über die Jahre einige Ausbildungen gemacht, wie Handel und Marketing, Verkaufsseminare oder auch das Bürozertifikat, Fotobearbeitung, also alles, was man eigentlich so in einem Betrieb brauchen kann. Ja. Aber in dem Fall hat sich dann auch über den Einstieg in die Firma beim Papa so ein bisschen auch diese Begeisterung für die edlen Metalle, für Stahl und was alles dazugehört, auch entwickelt, oder? Ja, genau. Eigentlich ziemlich zu der Zeit, als ich da angefangen habe zu arbeiten, hat mich das begeistert, dass man so vieles in Stahl realisieren kann. Mhm. Also die meisten denken, man kann nur ein Carport oder ein Stiege oder ein Geländer machen, aber so viel anderes ist eigentlich noch möglich. Mhm. Unser absoluter Favorit ist eigentlich die Gestaltung von Möbeln und Einrichtungen in Stahl, wie auch Dekorationen. Und gerade im Bereich Möbel, da kann der Kunde, aber auch wir mal so richtig unsere Kreativität ausleben. Mhm. Seine sind Designprodukte auch, die damit dazugehören. Stahlhandwerk ganz im Allgemeinen ist natürlich ein Thema. Torsysteme und sonstiges sind einmal so ein paar Schwerpunkte, würde ich sagen, oder? Die ihr mit der Stahlmanufaktur in Sonntag im großen Walsertal umsetzt. Also eigentlich die ganze Palette, wenn es um Stahl geht, oder? Ja, genau. Sagen? Also angefangen hat es eigentlich mit Stahlhandwerk. Mhm. Das heißt, die ganz normalen Schlossarbeiten, wie eben Geländer, Stiegen, Carports. Verbindungen für den Holzbau oder auch Montagen von diversen Stahlteilen. Mhm. Und vor ein paar Jahren oder einigen Jahren haben wir dann den Vertrieb begonnen mit Privat- und Industrietoren. Mhm. Vor allem im Industriebereich, das heißt Falltore, Rolltore, Sektionaltore und so weiter. Und hier machen wir eigentlich den Verkauf bis zur Montage, bis hin auch zur Wartung jedes Jahr. Und wie gesagt, unser Favorit ist eigentlich die Herstellung von Möbeln und Einrichtungen in Stahl, aber auch Gartengestaltung und so weiter. Das sind unsere Designprodukte, wie auch zum Beispiel Dekorationen. Eins meiner absoluten Lieblinge ist mein Fotoalbum. Mhm. Das habe ich auch mitgebracht. Okay. Das haben damals meine Schwester und ich designt und auch entworfen und gefertigt. Also es ist ein fix fertiges Fotoalbum, schon gleich mit den Einlagen drinnen. Müssen eigentlich nur noch die Fotos eingeklebt werden. Okay, spannend. Fertig, ja. Also es gibt ja auch eine ganz andere Variante mal, gibt es ja mit Holz in allen verschiedenen Varianten, aber das wirklich in Stahl gefertigt. Ja. Sehr schön. Gibt es uns noch nicht wirklich. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf das Thema. Ich habe es zu Beginn gesagt, eine Frau so in diesem Bereich Stahl wirklich mit dem schweren Metall zu arbeiten, ist ja nicht ganz gewöhnlich, sondern eher, kann man schon sagen, ungewöhnlich. Ihr seid aber auch dabei, dann eben Dame oder vielleicht natürlich auch einen Herrn als Fachkraft für Metalltechnik einzustellen. Also er sucht dort. Das heißt, das ist auch wirklich so dieser eigene Berufszweig, oder? Das kann man so sagen. Genau. Also der Berufszweig selber heißt Metalltechnik und Stahlbautechnik. Mhm.
Und wir haben vor 8 Jahren unseren ersten Lehrling ausgebildet, den hat der Albert ausgebildet, mein Vater. Er hat damals die Ausbildung bei uns abgeschlossen mit Auszeichnung und hat dann ein halbes Jahr Bundesheer absolviert und ist seither immer noch bei uns im Betrieb. Mhm. Und er hat jetzt vor einer Woche gerade selbst die Lehrlingsausbildnerprüfung mit Erfolg bestanden. Und er würde auch unseren Lehrling dann ab Herbst, wenn wir einen passenden finden, ausbilden. Ist ja auch eine schöne Geschichte, das kann man, glaube ich, sagen. Oder wenn man selbst ausbildet, der Herr oder auch die Dame im Unternehmen bleibt und jetzt dafür verantwortlich ist, dass neue ausgebildet werden. Ich glaube, das kann man so sagen, das zeichnet ja euch auch im Grunde aus. Oder? Das ist auch ein gewisses Vertrauen von den Mitarbeitern. Ich denke, das ist auch ein schönes Gefühl für den Arbeitgeber dann. Oder? Genau, ja, so ist es. Was wird denn eigentlich so in eurem Metier alles gefordert? Wenn wir jetzt so ein bisschen sagen, okay, wenn da ein junger Herr oder eine junge Dame ist, die sich ja vielleicht schon für Stahl und Metall interessiert und sagt, Mensch, das wäre doch was für mich, was sind denn so die Anforderungen an denjenigen oder diejenige? Anforderung ist ganz sicher Verlässlichkeit, Genauigkeit, Liebe zum Werkstoff, zu Handarbeit. Was vor allem bei uns im Gewerbe, aber auch in allen Gewerben gefordert wird, ist einfach Genauigkeit und Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Das ist auch ganz ein wichtiges Thema in Bezug auf den Kunden auch. Mhm. Der muss auch lernen, mit dem Kunden direkt den Kontakt zu haben und mit dem Kunden umgehen zu können. Aber die Arbeit, das kann man glaube ich schon auch sagen, mit Stahl wäre auch für eine junge Dame kein Problem, oder? Das würde funktionieren. Kein Problem. Also man stellt sich das schwer vor, aber man kann sich entweder helfen lassen, das müssen die Männer auch wenn sie es nicht zugeben müssen oder oft nicht wollen. Gibt es die richtigen Maschinen und Hilfsmittel, also das ist immer möglich für eine Frau. Ja. Ich habe selber auch schon mitgearbeitet im Betrieb, würde auch gern öfter, wenn mir die Zeit bleiben würde. Doch die Arbeit im Büro ist trotzdem sehr aufwendig und kostet viel Zeit und gehört neben Familie muss ich mir das gut einteilen. Ihr seid ja auch, ein kleiner Sprung, seit 2016 Ökoprofit zertifiziert. Wie ist denn das vonstatten gegangen und was war der Grund, wieso ihr gesagt habt, ihr möchtet euch mit diesem ökologischen Gedanken auch ein bisschen auseinandersetzen als Stahlmanufaktur? Ja, also Ökoprofit sind wir jetzt Betrieb seit 2016, genau. Unser Gedanke war, uns vom Mitbewerber auch abheben zu können. Wir sind ein Familienbetrieb, der sehr viel auf Qualität unserer Produkte Wert legt und auf ein umweltbewusstes Verhalten. Und daher haben wir entschieden, 2015 in einigen Workshops die wichtigsten Instrumente dafür zu lernen. Und 2016 sind wir dann das erste Mal zertifiziert worden und auch jetzt im heurigen Jahr im Mai wieder rezertifiziert, also 2018. Ja, wir haben zum Beispiel einen Punkt, der für uns ganz wichtig ist im Umweltprogramm, das jedes Jahr wieder neu gemacht wird, dass wir zum Beispiel Wege zum Kunden oder zu der Baustelle minimieren. Also dass wir, wie können wir Wege, also wie Kilometer und auch Diesel sparen. Das ist einer so unserer Punkte. Also man setzt sich da schon auch aus eigener Kraft, sage ich mal, mit diesem ökologischen Thema auseinander. Was kann ich tun, um gewisse Sachen einzusparen? Genau, ja. Kommen wir vielleicht ein bisschen nochmal zu euren Produkten. Wir haben es zu Beginn gesagt, das ist die komplette Palette an allem, was mit Stahl zu tun hat. Ob das der klassische Stahl im Kleinen mit Torsystemen und so weiter. Aber auch Design spielt da eine große Rolle. Und wenn wir so schon wunderbar in der Natur sitzen, bietet sich das natürlich an. Der Garten ist ja auch was, wo euch wirklich auszeichnet, um mit verschiedenen Stahlprodukten auch den Garten zu verschönern, oder? Ja, also im Garten ist wirklich sehr viel möglich. Also man würde es kaum glauben, dass Stahl sich so gut integrieren kann. Ob das auf einer Terrasse ein Windfang ist oder ein Sichtschutz zum Nachbarn oder Hochbeet für das Gemüse oder nur Umrandung für die Blumen. Ob das selbstgestaltete Möbel sind auf der Terrasse, das ist, nichts ist wirklich unmöglich. Ich denke auch,
Stali, so wie ich mir das jetzt vorstelle, auch als Laie eigentlich, darf ich zugeben, das ist ja auch alles sehr unkompliziert, glaube ich. Oder wenn man jetzt auch mit Stahl arbeitet im Garten, das ist, wie es ist, da muss man sich eigentlich nichts mehr drum kümmern. Das ist nicht so, dass man da viel damit tun muss dann, sei es mit Pflege oder sonstigem, oder gibt es da schon noch Sachen, wo man darauf achten sollte? Ja, also ich meine, man kann zum Beispiel ein Hochbeet nehmen, das man roh nimmt und oder gleich rosten lässt. Das ist nicht im Vergleich zu einem Holzhochbeet. Ein Holzhochbeet ist einfach nach einigen Jahren verfault und Stahl, das hält für ewig. Also ich denke, dass niemand das Hochbeet wirklich überlebt. Das bleibt dann stehen im Garten. Ja, genau, das steht da. Ja, ist auch in gewisser Weise ein schönes Gefühl, oder? Wenn man sich was anschafft, wo dann eigentlich bleibt, auch gerade im Garten mit der Dekoration. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Gehen wir vielleicht kurz auf euren Betrieb. Dein Papa hat ihn gegründet, du bist dann reingerutscht, wie man es so schön sieht, in Vorarlberg und bist jetzt mittlerweile auch wirklich mit Herz und Seele mit dabei. Funktioniert aber in dem Fall alles noch tipptopp, oder gibt es da auch manchmal Sachen, wo Papa und Tochter sich nicht so ganz einig sind? Nein, nicht wirklich. Also ich denke, dass das gut funktioniert. Wir sind ein Familienbetrieb, also momentan zu viert. Das ist eben der Vater Albert, mein Mann Marco arbeitet im Betrieb mit und unser Mitarbeiter Matthias. Der gehört eigentlich auch schon fast wie zur Familie. Ja. Und ja, mein Vater hat das Unternehmen vor 15 Jahren gegründet und ist mit vollem Herz noch dabei. Und ich denke, er ist auch recht stolz drauf, dass er es irgendwann an uns weitergeben kann. Soll er aber in dem Fall auch noch ein bisschen wachsen, oder? Also die Zukunft, da möchte man schon noch ein bisschen in die Größe gehen. Wir haben es vorher gesagt, es wird auch gesucht, ein neuer Lehrling. Also das Ziel ist schon, das auch noch ein bisschen weiterzubringen, oder? Ich denke nicht. Also einen Lehrling auf jeden Fall suchen wir. Und bis zu einer Größe von 5, 6 Personen ist es für uns okay. Ich denke, viel größer nicht, da haben wir auch nicht die Kapazitäten vom Betrieb, von der Betriebsgröße her. Aber auf jeden Fall. Ja. Noch ein bisschen mit dem Lehrling dazu. Aber in dem Fall kann man auch sagen, es muss nicht immer die Größe des Betriebes sein, sondern man kann auch so, wie man ist, auch mal zufrieden einfach arbeiten, so wie das funktioniert. Genau, oder? Ja. Ist nicht unser Ziel, also riesengroß zu werden. Unsere Größe ist genau richtig für uns. Vielleicht abschließend noch, wir kommen schon wieder gegen Ende unseres Ländle Talks, noch ganz persönlich die Frage, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt. Betrieb ist klar, das soll so weitergehen, ein bisschen Unterstützung noch mit dem Lehrling, die Familie, Betrieb, das funktioniert mit der Vereinbarkeit. Was wünscht sich denn die Elisabeth Burtscher für die Zukunft persönlich? Was gibt es denn noch, wo du sagst, das wäre jetzt noch was? Persönlich ist, dass man mehr im Bereich Möbel, also mehr im Designbereich machen können. Dass die Betriebsgröße, wie gesagt, ungefähr so bleibt, dass wir gut miteinander auskommen im Betrieb, dass das alles, das Zusammenspiel mit Familien funktioniert, das ist mir wichtig. Also dass es erfolgreich und zufrieden in dem Fall und glücklich, auch mit Spaß an der Sache, glaube ich, auch wirklich so weitergeht. Oder? Genau. Elisabeth, ich sage dir vielen Dank, dass du bei uns warst, beim Ländetag hier in Frastanz auf dem See, auf dem Naturbad Untere Au. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg und hoffentlich gehen deine Wünsche dann auch wirklich so in Erfüllung, dass das so in die Zukunft geht. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir stoßen noch kurz an, das gehört uns dazu. Vielen Dank, schöne Zeit, viel Erfolg für die Zukunft und ich darf mich verabschieden von Ihnen. Das war unser Ländle Talk mit Elisabeth Burtscher von der Stahlmanufaktur und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Ländle Talk on Tour hier vom Naturbad Untere Au in Frastanz. Zum Wohl. Zum Wohl.